Hallo, ich bin Janina Zarella. Wir sind heute hier im Gnadenhof Anna beim Goldenen Fressnapf 2023. Also vom Grundsatz her ist es uns ja eine Herzensangelegenheit, bei Fressnapf Tieren in Not zu helfen. Das wollen wir nicht nur über die großen Organisationen tun, sondern wie heute hier eben auch, indem wir Tierschützer, Tierschützerinnen auszeichnen, die mit ganzem Herzen dabei sind, Tieren zu helfen. Also ich habe ja 1990 den ersten Fressnapf gemacht und dann strukturiert und tierisch engagiert ab 2015. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit, weil an der Stelle du einfach merkst, dass du was Gutes tust. Und das macht einen glücklich und das macht auch mich glücklich. Also du kannst natürlich Schecks übergeben und damit Gutes tun. Wenn du dann siehst, wie die Heike diese emotionale Story siehst, wie dankbar sie ist und dass sie Tränen in den Augen hat, weil sie weint, weil sie in dem Fall ohne uns das jetzt nicht geschafft hätte, das hier wieder aufzubauen. Ja, dann sind das die Momente, wo du weißt, Entschuldigung, wofür du das tust. Wir haben noch mehr Tiere bekommen, sehr viele Pflegestellen dazu bekommen, auch durch diese Weite, die wir dann hatten. Also der Goldene Fressnapf, der hat mir wieder Hoffnung gegeben, der hat uns allen Aufschwung gegeben und der hat mir auch wieder Mut gegeben. Für mich ist das eine große Ehre, weil dadurch kann ich auch den Tierschutz unterstützen. Immer wieder werden auch kleine Vereine, die kein Mensch kennt, so ausgezeichnet. Und damit können wir diese Vereine auch in die Öffentlichkeit bringen. Und dadurch werden sie ein bisschen bekannter, bekommen sie mehrere Spenden. Und so funktioniert das Ganze.